Hallo, hier ist Andreas Jopp und ich möchte Sie herzlich einladen zu meinem Seminar Risikofaktor Vitaminmangel. Als Medizinjournalist beschäftige ich mich seit 20 Jahren mit der Vitaminforschung und tausende von Studien sind über meinen Schreibtisch gegangen in dieser Zeit. Ich bin immer wieder fasziniert, was wir mit Vitaminen für unsere Gesundheit erreichen können. Nun, für uns als Konsument stellt sich natürlich als erstes die Frage, habe ich überhaupt einen Vitaminmangel? Wenn Sie wie die meisten zwischen 2 und 3 Portionen Obst und Gemüse am Tag liegen, können Sie davon ausgehen, dass Sie gerade einmal, aber nicht für alle Vitamine, Ihren Minimalbedarf decken. Minimalbedarf ist nicht optimale Zufuhr und das sieht man immer wieder in den Blutwerten. Nun, wenn wir dann einen Vitaminmangel hätten, was würde das denn kurzfristig oder langfristig für uns bedeuten? Und da gibt es sehr viele Studien zu. Kurzfristig sieht man in Studien eine geringere Stressresistenz. Sie sind stressanfällig und vor allem schwankt die Stimmung stärker und die Energie läuft nicht so gut, sodass die Menschen abends müde sind. Studien zeigen hier ganz klar, dass die Vitamingruppe besser abschneidet. Mittelfristig werden Sie es in der Infektanfälligkeit merken. Und langfristig ist es sehr spannend, was sich bei Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und bei der Altersdemenz zeigt. Hier sieht man, dass verschiedene degenerative Erkrankungen zunehmen. Ich gebe Ihnen einfach mal ein Beispiel. Fast jeder möchte ein fittes Gehirn haben. Nun hat man tausende von Teilnehmern in ein MRT, also in eine solche Röhre geschoben und hat die Gehirne vermessen und hat dies mit den Blutwerten für bestimmte Vitamine verglichen und gesehen, dass die Gehirne besser erhalten bleiben, wenn ausreichend B-Vitamine gegeben werden, was nicht immer im Alter der Fall ist. Und das spiegelt sich natürlich auch wieder auf der Leistungsebene Ihres Gehirns wider. So sind die neuen Vitaminstudien sehr gut geführt mit objektiven Parametern und man sieht, wie stark sie in die Prävention gegen bestimmte Erkrankungen eingreifen. Das Beste ist, Sie informieren sich selbst darüber und bilden sich eine eigene Meinung, was Vitamine für Ihre Gesundheit tun können, als irgendwelche Pressemeldungen einfach nachzukauen. Nämlich hier sitzen Journalisten, die relativ wenig von Vitaminen verstehen. Ich lade Sie ein zu einem sehr kurzweiligen und doch profunden Vortrag über Vitamine, wo Sie sich selbst davon überzeugen können, was Sie eventuell für Ihre Gesundheit mit Vitaminen machen könnten. Herzlicher Gruß, Andreas Jopp.